vielen Dank. Ja, der Rücktritt von Ministerin Giffey, den sie angekündigt hat, der ist aus meiner Sicht richtig und der ist auch notwendig. Frau Giffey hat ja selber angekündigt, dass im Falle der Aberkennung ihres Titels dieser Schritt unausweichlich ist. Deswegen ist das folgerichtig. Es darf auch bei der Bewertung von wissenschaftlichen Arbeiten von Bundesministerinnen nicht mit doppelten Standards gemessen werden. Deswegen ist das jetzt genau richtig. Große Sorgen mache ich mir aber über die Pläne der Neubesetzung, bis eine neue Regierung im Herbst dann ins Amt kommt. Wir haben immense soziale und psychische Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen. Und da muss das Familienministerium jetzt handlungsfähig sein. Da reicht es auch nicht, auf eine Vertreterlösung zu gehen. Und Frau Lamprecht, die mit der Thematik gar nicht vertraut ist, eine so wichtige Aufgabe mal eben so nebenbei erledigen zu lassen. Frau Giffey möchte hier weitermachen als Spitzenkandidatin hier in Berlin und für die SPD als Spitzenkandidatin in Berlin der Landtagswahlkampf ziehen. Kann sie das noch aus Ihrer Sicht? Ja, die Frage, ob jemand, der als als Bundesfamilienministerin nicht mehr tragbar ist, als Spitzenkandidatin für das Amt der regierenden Bürgermeister in Berlin die richtige ist, das wird die Berliner SPD für sich zu klären haben. Gibt es weitere Fragen? Ja, das wäre für mich. Dann vielen Dank fürs Interesse.